Als ich die Geschichte Der Pirat und der Apotheker das erste Mal gelesen hatte, wusste ich, dass ich ein Buch draus machen möchte. Ich arbeite als Illustrator für Bücher, Plakate, Briefmarken und Zeitungen. Parallel dazu arbeite ich gerne an eigenen Projekten, für die ich mir viel Zeit nehme, weil ich dann Neues ausprobieren kann. Stevenson hat die Ballade Der Pirat und der Apotheker geschrieben, als er noch ganz unbekannt war. Er hat sie für seinen Stiefsohn geschrieben. Der Text ist dann später, so 1912, in einer Gedichtsammlung in England erschienen, ist aber noch nie auf Deutsch veröffentlicht worden. Stevenson hat diese kleinen Gedichte geschrieben, als er hauptsächlich an seinem Manuskript für die Schatzinsel gearbeitet hat. Der Pirat und der Apotheker handelt von zwei Jungs. Der eine ist ein Rabauke, der prügelt sich gerne und klaut die Äpfel und Birnen aus den Gärten. Der andere ist eher schüchtern, hat Angst, dass er sich die Hosen zerreißt, klaut aber nach dem Singen heimlich das Geld aus der Kirchenkasse. Der Rabauke, der wird dann immer wilder und später ein Pirat, der über die sieben Weltmeere segelt. Und der andere, der Schüchterne, bleibt zu Hause und bettelt um Arbeit an verschiedenen Adressen bei den reichen Leuten und wird am Ende Lehrling beim Apotheker. Der Ton in Stevensons Geschichte bewegt sich so zwischen Pathos und Humor. Die Sprache ist sehr theatralisch und auch belehrend, hat aber immer auch einen ganz ironischen Unterton. Er erzählt eigentlich das Gegenteil von einem Benimmbuch für Kinder. Er kehrt das alles ins Gegenteil um, indem er eine Geschichte erzählt von zwei Jungs, die alles falsch machen, was man nur falsch machen kann. Ich mag sehr die alten Kinderbücher, also die aus dem 19. Jahrhundert, zum Beispiel den Struwwelpeter, weil der so eindringliche Bilder hat, der die Figuren eher so zweidimensional darstellt. Auch hat er eine ganz einfache Farbigkeit. Das alles hat dann immer was von Theater. Hier sieht man ein Bild, und zwar nachdem der Robin seine Tante ausgeraubt hat und fliehen muss, rudert er ja aufs offene Meer hinaus, um von seiner Tante nicht erwischt zu werden. Wichtig war mir dabei zu zeigen, wie schmerzhaft dieser Abschied ist. Gleichzeitig sollte man sofort sehen, wie in der Männerwelt ihm neue Regeln aufgestellt werden. Diese Doppelseite hier schildert eine Szene, die so im Text gar nicht vorkommt, die ich aber wichtig fand, in das Buch mit hineinzunehmen. Eine Frau versucht, sich und ihr Kind zu retten. Und der Robin, der Pirat, schmeißt all seine Kisten und sein erbeutetes Gold über Bord, rettet die Frau von dem Schiff und führt danach sein wildes Piratenleben weiter. Diese Szene wollte ich auch deshalb darstellen, weil sie zeigt, dass der Pirat, obwohl er ein Räuber ist, noch so etwas wie eine Verbrecherehre hat. Ist das jetzt ein Kinderbuch oder ein Kunstbuch oder ein Buch für Erwachsene? Also ich glaube, dass das in verschiedene Felder passt. Gute Geschichten, die gute Kinderbücher sind, können auch gute Geschichten sein für Erwachsene.